Dr. Grant. Hier haben Sie die Resonanzkammer eines Velociraptors. Das ist fantastisch, Billy. Einfach umwerfend. Aber leider müssen wir in 4 Wochen packen. Ah. Dr. Grant. Paul Kirby. Kirby Enterprises. Amanda und ich, wir lieben die freie Natur. Wir waren fast auf jeder Abenteuertour, die man überhaupt buchen kann. Ich habe ein Flugzeug gechartert, das uns über Isla Sorna fliegt. Und wir hätten Sie gerne als Führer. Und selbstverständlich möchten wir gerne einen Beitrag zu Ihren Forschungen hier leisten. Auf dieser Insel gibt es keine Sicherheit. Wir müssen zurück ins Flugzeug. Würden Sie Ihrer Frau sagen, dass sie mit diesem Krach aufhören soll? Das ist keine gute Idee. Und was ist mit dem anderen? Cooper ist ein Profi, der schafft das schon allein. Und damit seid grüßt man Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon zu einem neuen Part Lego Jurassic World oder auch zu einem neuen Part Lego Jurassic Park, Lego Jurassic Park 3 Part 1. Wir sind hier wieder im Spiel. Ja, die Spiele gehen nicht so lang. Also das ganze Spiel dauert nicht allzu lang. Da wir es auch nicht 100% spielen werden, sondern nur den Story-Modus abschließen werden, ist das auch nicht zu lang. So, was haben wir denn hier? Einen Weg, um darüber zu kommen. So, dann mal die nicht so gute Idee mal in die Tat umsetzen. Und mal hier wieder, durch den Dschungel zu gelangen. Ist sie eine Frau? Nein, sie ist Paul Kirby. Haben wir hier keine Frauenmütze dabei? No, das haben wir gar nicht. Okay. Da können wir noch was machen. Vielleicht bringt es uns das weiter. Oh, das wäre ein naheliegender Weg, wenn das uns einfach weiterbringen würde. Na, im Bau. Eine Levelplatte. Ja, natürlich. Das ist was Sinnvolles. Das kann ich durchaus gebrauchen. Erstes Level. Spinosaurus Flucht. Okay. Das sieht schon ziemlich nach Flucht aus. Ja. Kann man wohl so sagen. Und das ist also ein Spinosaurus oder ein Spinosaurus. Hui! Stolpern. Nicht stolpern. Ja. Ich stolpere, aber. Ja. Das ist schlecht. Na. Ein ganzes Gehänge dort. Was ihn aufhält. Okay. Es sind noch mehr Dinos hinter uns her. Das ist mal super. Na, die sind nicht hinter uns her, die fliehen vor ihm. Ja, aber die halten uns auch auf. Ja.
Angst. Oh, ich stolpe hier wirklich über jeden Gegenstand. Das ist, glaube ich, nicht gerade hilfreich. Ich glaube, und springen soll es da auch nicht. Weil das hält sich dann auch mal mehr auf. Da war ein Minikit. Ne, eine Charaktermarke war das. Die hätten wir mal mitnehmen sollen. Aber egal, da war das sowieso nicht hundertprozentig machen. Ist das völlig Schnuppe. Was, das erste Level schon geschafft? Naja, dann geht's weiter mit dem nächsten Level. Spinosaurus gegen T-Rex. Moin. Ein T-Rex. So sieht also niemand rührt sich von der Stelle aus. Wir müssen ganz still sein. War das auf mich bezogen? Ja, ich denke schon. So, ich mag den dritten Teil sowieso nicht so gerne. Also, ich habe alle vier Filme geguckt. Boah, das. Also, ich mag Teil 1 und am 4 am liebsten. Also, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, Teil 1, ja, Teil 4 ist ein bisschen, finde ich ein bisschen schwächer. Und Teil 4 geht auch. 2 und 3 finde ich ein bisschen, nee. Jetzt geht mal Ruhe hier. Ich muss auch noch den Part hier moderieren. Mach nicht so einen Lärm. So, ich brauche den Kirby dafür. Nein, nicht den pinken. Die wird aber genauso geschrieben. Der Paul Kirby. Der verschwindet. Auch eine Quietschente. Wie putzig. Und das hat sie zumindest für eine Weile abgelenkt. Zumindest von uns hat sie abgelenkt. Der braucht Hilfe. So. Wer braucht Hilfe? Der Dino? Nö, der kommt schon zurecht. Dem geht's prima. Dem geht's prima. Der braucht gerne Hilfe. Was. Wer Hilfe braucht, das sind wir. Das, ja, wir brauchen vielleicht Hilfe. So, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, dieser dritte Film oder dieses dritte Spiel hier in der Edition handelt davon, dass die, dass ein paar Urlauber abenteuerwütig waren und auf die Insel reisen wollten und dort halt den Experten dort aus Teil 1 und 2 mitgenommen haben und das ist halt ein gewaltiges Problem, weil ja, die Insel ist halt immer noch voller Dinos und gefährlicher Dinos. Das hat man in Teil 1 und 2 gesehen, was das bringt, wenn man die wenn man auf einer Insel mit Dinos ist. Okay, sie kann schreien. Ach so, du kannst hier das schießen. Zack, jetzt haben wir den Stein hier. So, das passt doch schon viel besser. Können wir hier kurbeln. Der ist wohl irgendwie Konstrukteur oder sowas in der Art. So, Dr. Grant, der kann da mal drauf. Der Ton ist hier sehr blöd eingestellt. Die Geräusche sind ein bisschen extrem laut und die Sprache der Figuren ist ein bisschen, ja, leiser. Boah. Die Kämpfe hier, die sind nice. Die Grafik ist schon ordentlich. Ordentlich heißt halt, ja, mittelmäßig. Also schon gut, also gut im Sinne einer 2. Dann würde ich es mal ausdrücken.
So, dreh dich, Rädchen. Und hauen wir ihm eine rein. Boah, ich mach T-Rex. Oh, jetzt kämpfen wir als T-Rex. Oder was? Wieso ist der andere, der, wie hieß der, der Saurier, ist der ein bisschen gefährlicher, oder warum müssen wir jetzt für den T-Rex kämpfen? Ist es besser für uns, wenn der T-Rex überlebt, oder? Ich habe den Film lange nicht mehr geguckt, also ich habe Jurassic Park Teil 1 habe ich letztens mal wieder geguckt, aber die anderen Teile... Nö. Die sagen mir halt nichts. So. A gedrückt. So, jetzt A. Ach so, Y. Wir sind tatsächlich für den T-Rex. Fragt mich warum. Ja, Level 3 kriegen wir noch mit rein. Passt doch, perfekt. In einem Part, das passt ganz gut. Wenn sie kurz sind, dann passt das noch besser. Ja. Ich will auch nicht zu viele Parts machen, also. Na doch, ich habe das falsch ausgedrückt. Wie wollte ich es ausdrücken? Ich wollte sagen, ich will nicht zu viele Level in einem Part machen, weil. Das Let's Play hat eh schon sehr knappe Parts. Also. Das müsste jetzt schon. Müsste die komplette Let's Play-Reihe dürfte nicht viel mehr als 20 Parts haben, weil pro Spielreihe, wir haben ja Jurassic Park, Park Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4. Das heißt, pro Film, also pro 1, 2, 3, 4. Ich kann halt auch nicht mich klar ausdrücken drücken. Gibt es immer fünf, maximal fünf Parts und das macht dann 20 maximal. Also für Jurassic Park Nummer 2 haben wir jetzt nur 3 Parts gebraucht. Also da ist ein bisschen, ja, ich nummeriere die natürlich immer nach, was soll ich denn hier tun? Ja, ich weiß, aber er will ja scheinbar nicht. Jetzt müssen wir das erstmal kaputt schießen. Nö. Wo ist dein Problem? Hüpf doch. Na. Was soll denn der Mist? Hey, da oben hängt ein Gepäckstück fest. Jemand sollte das abschneiden. Ach nee. Jetzt bin ich hier wieder runtergefallen. Ich wollte eigentlich nur den Charakter wechseln hier. Damit ich das hier abschließen kann. So. Jetzt bin ich da oben und... Mensch, komm. Hier, du hast doch das... Dankeschön. Ach so, ist nur eins von diesen Minikits-Dingern. Fürs freie Spiel. Ah, hätten wir auch lassen können. So, wen brauchen wir hierfür? Ihn brauchen wir. Na toll. Das ist ja richtig schön. Dann wechsle du mal hier oben. Dann kann ich hier den nochmal nehmen. Ach nee, das gibt's wirklich nicht. Oder? Ach, Mensch. Dann bleib du mal hier unten und dann nehme ich den hier. Was soll denn die Rumgereierei hier? So. Was ist denn... Was willst du von mir? Ich hab doch eindeutig den Charakter gewechselt. Du musst dir erstmal hier hochkommen. Was soll ich denn tun? Ja, das ist das Rätsels Lösung. Ist auch ein bisschen undeutlich, das Spiel. In dem, was es von mir will.
So. Mal hier durchsägen. Achtung! Ja, ich weiß schon, dass da was runterfällt, wenn ich an Seil durchsäge. Brauchst du nicht Achtung rufen. Männer Kirby. Das ist ein guter Dialog. Den Satz will ich auch mal als Synchronsprecher in einem Film sagen. Mal sehen, was hier sonst noch so ist. Wahrscheinlich nicht viel. Irgendwas wird doch schon versteckt sein. Aber im Dschungel irgendwas, also ein Goldbarren wird da nicht drin stecken. Mal gucken. Scheinbar können wir damit was anfangen. Das bringt uns auf jeden Fall weiter. Ein spitzes Trampolin. So, Kletterkünste sind heute gefragt hier. Er kann klettern. Also, ruf hier. Können Sie sowas fliegen? Vielleicht, wenn der Schirm nicht zerrissen ist. Ui, wir sollen fliegen. Na, das ist doch eine Sache. Dann fliegen wir mal. Nee, deine Anweisung brauchen wir nicht. Das machen wir einfach so hier. Dann haben wir es geschafft. So, das hier rüberschieben. Dann können wir auch den hochholen. Spiel wieder scheinbar. Dass wir alle Charaktere hinterherholen können. So. Er kann das hier machen. Ist doch immer so praktisch, wenn die Figuren sich gegenseitig ergänzen in Lego-Spielen. Ach, hier hoch müssen wir jetzt. Gut. Dann halt mal hier hoch. Und das dort drüben müssten wir eigentlich mal abschießen. Aber vielleicht muss das auch nicht sein. Können wir ohne es nehmen? Ja, das ist nur ein Eiernest. Ein Eiernest, ja klar. Gibt's sowas? Ein Eiernest. Das heißt einfach nur ein Nest. Zwergi! Sprechen muss man lernen. So. Mir gefällt das Spiel so mittelmäßig, das ist, ja. Ist so ganz gut, aber auch nur gut, also es ist schulnotenmäßig auf der Grenze zwischen 2 und 3, würde ich sagen, so im Gesamt-Content-Dingens-Zeugs. Ich laber heute auch nur Scheiße. Verzeiht es mir. So. Wie das noch rausgehebelt. Dann haben wir es. Rettungsweste. Können wir brauchen. Können wir gebrauchen. Denke schon. Ach so, damit sollen wir was anderes finden. Sollen wir nicht anziehen. So. Da, hast du. Da ist eine Videokamera. Sieht aber ziemlich liniert aus. Kamera! Was willst du mit einer Kamera? Ein Let's Play aufnehmen oder was? Ein Vlog? Hey, nein. Jetzt will ich die auch mal haben. Gib sie mir, kommt und gib sie mir. Da ist ein großer Karabinerhaken. Die Kamera lebt noch. Er ist noch am Leben. Ich weiß, dass er noch lebt. Ich auch. Achtung, Spoiler. Boah, das war's dann wohl mit diesem Part. Daumen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Habt noch einen angenehmen, frostigen Tag. Gehabt euch wohl. Und haut vor allem rinne.